Kann man bekannte und bewährte Grafikdesign-Prinzipien auf die eigene Kunst übertragen? Würde das die eigenen Bilder verbessern oder eher belasten? Und muss ich was von Grafik verstehen, damit ich das anwenden kann? All das schauen wir uns ganz konkret am Beispiel von Skizzenbüchern an und wie du dort mit einigen wenigen Veränderungen Großes bewirken und das sogar auf separate Papiere, größere Vorlagen und andere kreative Arbeiten übertragen kannst. Willkommen bei Jaskiart, mein Name ist Jacek und ich arbeite seit über 25 Jahren als Grafikdesigner, Illustrator und zeichne auch Comics. Grundsätzlich gibt es ganz viele Überschneidungen zwischen angewandtem Grafikdesign und der freien Kunst. Es gibt viele Designprinzipien da draußen und viele haben auch einen gemeinsamen Ursprung. Ich beziehe mich hier hauptsächlich auf den Print- bzw. analogen Bereich, also alles Papierige und Haptische. Ich habe diverse Designprinzipien auf die für mich wichtigsten 5 heruntergebrochen, stelle sie dir hier ganz kurz vor, gehe dann aber vertieft mit dem Skizzenbuchbeispiel auf das eine gestalterische Fundament ein, nämlich das Raster, welches auch in der freien Kunst viele Einsatzbereiche und Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Grundsätzlich geht es im Grafikdesign um die Organisation von Informationen. Und egal, was gestaltet wird, das gilt übrigens auch für alles, was gezeichnet oder gemalt wird, alles kommuniziert auf die eine oder andere Art. Gemäß der Aussage von Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren, so ist auch unser kreatives Schaffen eine Art von Kommunikation. Und damit diese korrekt verstanden und begreifbar wird, ist der Aufbau und die Gestaltung mit Hilfe von Rastern eine zusätzliche, aber wesentliche Hilfe. Das erste Designprinzip wäre die Symmetrie und Asymmetrie. Hier kommen Aspekte wie Nähe, Ausrichtung und Ausgewogenheit zum Tragen. Es geht um Dynamik der gestaltenden Elemente wie Schrift, Bild, Formen, Farben und Muster. Hier kann man den Lesefluss oder die Blickrichtung unterstützen oder absichtlich unterbrechen. Ein zweites Designprinzip wäre die Hierarchie. Die Schlüssel für Hierarchie sind Trennung und Differenz. Hier kommt es darauf an, Informationen so anzuordnen, dass sie richtig und in der korrekten Reihenfolge gelesen werden. Die wichtigste Botschaft wird oft in den Vordergrund gestellt. Als drittes Designprinzip gesellt sich der Kontrast. Die beste Gestaltung nützt nichts, wenn du auf einem weißen Blatt eine hellgraue oder ganz kleine Schrift nicht gut lesen kannst oder durch falsche Kontrastwerte Farben und Formen anfangen zu flimmern und unnötig Unruhe reinbringen. Aber auch Größe spielt hier eine Rolle. Das vierte Designprinzip ist die Wiederholung und Adaptation. Das Erscheinungsbild, zum Beispiel einer Marke, bekommt durch visuelle und auch mediale Wiederholung einen hohen Wiedererkennungswert. Die Wiederholung dient somit auch der Einheitlichkeit innerhalb eines modularen Designsystems, wo sich die Marke oder die Botschaft an die jeweiligen Bedingungen anpassen lässt. Das fünfte und in diesem Video relevante Designprinzip ist das Raster. Es ist sozusagen das Fundament, auf dem eine Gestaltung aufgebaut wird. Es hilft uns, verschiedene Elemente auf einer Seite oder einem Plakat effizient zu organisieren und ist im Wesentlichen ein Gerüst. Dieses Gerüst ist aber kein fixes Regelwerk. Du kannst dir immer das aussuchen, was zu deiner Arbeit passt. Ein sehr bekanntes Raster in der freien Kunst ist sicherlich die Drittelregel, die auch eine Art Raster darstellt. Ich habe zu diesem Thema, zu dieser Drittelregel auch ein Video erstellt und verlinke es dir dann im Anschluss dieses Videos. Aber auch die vorher genannten Designprinzipien machen erst mit einem Raster als Basis effektiv Sinn und sind so nachvollziehbar. Ein Leitprinzip für wirkungsvolle Gestaltung besteht darin, dass die Form, also das Aussehen einer Arbeit ihrer Funktion folgen sollte. In unserem Fall des Skizzenbuchs ist die Form das Raster und die Funktion die Art, Verwendung und Größe des Skizzenbuchs bzw. der Vorlage. Weil es macht einen großen Unterschied in der Wahrnehmung der Bilder, wenn das Skizzenbuch hochkant ist oder quer im Kinoformat oder wenn es eher klein ist, zum Beispiel A6-Format, oder eher groß, A4 und größer. Darum hat es auch jeweils eine andere Wirkung, wie du mit den Inhalten im Skizzenbuch oder auf einem Blatt oder Leinwand umgehst. Beim Skizzenbuch macht es ebenfalls einen Unterschied, ob man jeweils immer nur eine Seite benutzt, weil zum Beispiel das Papier eher dünn ist und durchschlägt, oder ob du die ganze Doppelseite nutzt. Ich gehe in diesem Video von einer Doppelseite aus. Die Prinzipien dahinter sind aber zum Teil für eine Seite oder für ein separates Blatt anwendbar. Die Seite oder in unserem Fall die Doppelseite wird aus Schrift- und Bildelementen gestaltet.
Diese Formen, die Seite, bilden eine Seitenstruktur. Diese kann sich auf verschiedene Arten gestalten und soll zum Beispiel in einer Zeitung oder in einem Magazin verschiedene Bereiche visuell zusammenhalten oder bewusst trennen. Diese Ansätze können wir auch für ein Skizzenbuch gebrauchen, indem wir aus der oft ganzflächigen Benutzung ausbrechen und uns bewusst für eine grafische Darstellung da und dort entscheiden. Bei einem Skizzenbuchraster gibt es zwei Möglichkeiten: das symmetrische Raster und das asymmetrische Raster. Wir arbeiten ja von Hand, darum wenden wir uns hauptsächlich dem asymmetrischen Raster zu. Es funktionieren beide, klar, aber die Asymmetrie ist deutlich einfacher anzuwenden. Stell dir einfach vor, deine Seite oder Doppelseite wäre eine Art Comic, wo du die Elemente bewusst platzierst und den Ausschnitt dementsprechend auswählst. Mit Proportionen kreieren wir zum Beispiel eine Dynamik zwischen den Bildelementen. Sie können ausgewogen sein oder gewisse Elemente im Bild betonen. In einer passiven Juxtaposition sind die Bilder in der Größe vielleicht identisch und die Dynamik und Spannung kommt allenfalls durch die Unterschiede in den Bildinhalten selbst zustande. Bei einer aktiven Gegenüberstellung fordert das vielleicht größere Bild automatisch mehr Aufmerksamkeit, dominiert so die Doppelseite und verleiht sich so mehr Bedeutung, auch wenn das kleinere Bild inhaltlich vielleicht wichtiger wäre. Die Größenhierarchie spielt also hier eine wichtige Rolle. Die Juxtaposition ist, wie erwähnt, auch ein wichtiger Aspekt in der Gestaltung und stellt eine Technik dar, mit Hilfe derer kontrastierende Bilder oder andere Inhalte nebeneinander gestellt werden. Auch das können wir für unser Kunstschaffen anwenden. Die Juxtaposition stellt mit geringem Aufwand eine Beziehung oder Verbindung zwischen unterschiedlichen Elementen her. Diese finden sich in der Verwendung von Farbe, Form oder Stil. Diese Gegenüberstellung wird auch häufig mit anderen Konzepten wie Metaphern oder Vergleichen gebraucht. In der Werbung überträgt die Juxtaposition wünschenswerte Attribute von einem Gegenstand auf einen anderen. Wird zum Beispiel ein Markenprodukt mit einem erfolgreichen Athleten in Zusammenhang gebracht, assoziiert man es mit Attributen wie Qualität, hohe Leistungsfähigkeit und Geschick. Okay, gehen wir das ganz konkret an und schauen uns das anhand von diesen Beispielen hier an. Das ist einfach eine freie Auswahl. Ihr könnt natürlich das Skizzenbuch so gestalten, wie ihr wollt. Es muss ja nicht draußen zeichnen sein, sondern effektiv ein Skizzenbuch. Versteht das Skizzenbuch wie eine Art Fotoalbum, das ihr gestalten möchtet. Ihr habt jetzt da 2-3 Jahre Ferien gemacht. Von 2-3 Jahren Ferienfotos wollt ihr da in ein Buch reinbringen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel die Fotos arrangiert, jetzt online für ein kleines Büchlein, wäre es doch langweilig, wenn jede Seite gleich aussehen würde, je ein Bild pro Seite. Ihr macht das dann intuitiv anders, dass man vielleicht eine Seite ein ganzes Bild drauf ist. Auf der gegenüberliegenden Seite hat es dann vielleicht 2, 3 oder 4 Bilder, kleinere natürlich. Und die nächste Doppelseite sieht dann wieder anders aus. Und das macht man ja dann intuitiv, damit es ja spannend ist, spannend aussieht. Und das ist auch der Sinn und Zweck von Fotobüchern natürlich. Und ich glaube, gleich funktionieren auch Skizzenbücher, wenn man sie auch bewusster anfängt zu gestalten. Weil es ist immer noch der Ton, der die Musik macht. Und natürlich, die Inhalte sind wichtig, aber auch wie sie präsentiert werden, macht es einen großen Unterschied, wie das dann auch zusammen harmoniert, wie das dann zusammen spielt. Für dich selber zum Zurückschauen, zum das Skizzenbuch anschauen, macht es auch einen großen Unterschied, also für mich zumindest. Und auch für Außenstehende, wenn sie vielleicht das Skizzenbuch durchblättern, dann wirkt es auch eher wie eine Art Journal, wie eine Gestaltung von Gedanken. Und das finde ich, sind kleine Feinheiten, kleine Unterschiede zu einem normalen Skizzenbuch, also zu einer normalen Verwendung von einem Skizzenbuch, wo du effektiv mit der Gestaltung da, wo die Gestaltung auch Teil der Seite ist, auch des Bildes ist und nicht einfach so passiert, sondern dass du sie auch bewusst wirklich integrierst in dein Skizzenbuch. Und natürlich ist da auch ganz wichtig, nicht nur die Bilder oder Collagen, sondern auch Schrift. Also wenn du Typografie hast, muss nicht eine schöne Schrift sein, es genügt, wenn es deine Handschrift ist. Zum Beispiel, wenn du die Bilder dann auch zusätzlich, ich sag mal, beschreibst oder ausschmückst mit deiner Handschrift oder mit einer speziellen Typografie, wenn es dann passt, so kannst du auch Sachen ins Bild integrieren, wo vielleicht im Bild oder gezeichnet, gemalt, man nicht übertragen kann, wie zum Beispiel einen Geruch oder eine Stimmung.
Die kannst du dann in der Schrift oder im Text festhalten. Und so spielt dann der Text und Bild wunderbar zusammen und bringt eine noch dichtere Atmosphäre auf die Seite als dann nur die Bilder. Natürlich nicht überall, sondern einfach dort, wo es passt, kannst du diesen Ansatz verfolgen und kombinieren. Also hier haben wir die gesamte Szenerie und so kann man zum Beispiel hier die ganze Szene ganz leicht andeuten, vielleicht mit leichten Farben oder mit leichten Umrissen. Man muss dann nicht alles zeichnen wollen oder können oder müssen, sondern wirklich nur andeuten, interpretieren, vereinfachen das Ganze, dass man mehr so den Eindruck bekommt von von einer Stimmung und vielleicht von einer Lichtstimmung. Und damit das ganze Bild so ein bisschen so eine Dynamik in diese Richtung bekommt. Und da hast du immer noch hier Platz, zum Beispiel, um einen gewissen Ausschnitt zu wählen, vielleicht von den Personen hier. Die kann man dann deutlicher zeigen. So hast du hier die Möglichkeit, ein Detail effektiv einzufangen, statt dich hier zu bemühen, da irgendwie etwas korrekt hinzubekommen. Das erleichtert auch das Zusammenspiel, also die Erfassung des Motivs. Und dann kannst du vielleicht noch mehr ins Detail gehen, vielleicht hier einen Aschenbecher zeigen mit einer Flasche da, wie die zwei hier da konsumieren. Und das Ganze vielleicht mit Typografie oder mit einem Text ein bisschen ergänzen und schon sieht das Ganze ein bisschen anders aus und bekommt eine Geschichte, wo man dann effektiv, wenn man die Seite aufschlägt, eintauchen kann in die Szene und sich dann langsam in die Details einarbeiten kann bis zum Text dann und dann sogar noch besser die Szene zu verstehen beginnt. Und vielleicht hätte man ohne diese grafischen Elemente einfach eine Szene gemalt und gut ist. Aber so kannst du effektiv eine Art Story erzählen und deinem Bild ein bisschen mehr Tiefe verleihen. Und zum Beispiel jetzt beim urbanen Bild kann man wirklich da comicartig fahren, also mit einzelnen Panels. Bei der urbanen Szene macht man ja so, dass man eine Seite hat und ein Motiv aussucht und das Motiv zeichnet. Hier das nächste Motiv, nächste Seite und so weiter. Und dann hat man zum Teil wirklich viel zum Zeichnen oder man muss dann auch viel aufpassen. Und wenn du das Ganze so segmentierst, kannst du dir einzelne Elemente aus der Szene heraussuchen und besonders betonen oder einfach zeigen oder die Sachen, die dich interessieren, dann besser darstellen. Ja, bei der urbanen Szene kannst du wirklich dann einzelne Ausschnitte der Stadt nehmen und dir diese so darstellen, wie du möchtest. Du kannst ins Detail gehen, du kannst auch hier vielleicht einen weiten Ausschnitt ein bisschen rein projizieren, der ein bisschen die Stimmung auch da wiedergibt, auch die Größe vielleicht der Stadt. Und so kann man effektiv sehr gut mit einzelnen Ausschnitten spielen und auch dort vielleicht verschiedene Farben auswählen, vielleicht den Himmel mal rot machen, die Treppen vielleicht blau, je nachdem, wenn du vielleicht zwei, drei Farben dabei hast, mal aus der Realität mal ausbrechen und ausprobieren, was ist da überhaupt möglich. Vielleicht machst du hier mit Filzstift, hier mit Tusche, hier mit Farbstift oder eine Doppelseite in einem Stil. Und da kannst du dich effektiv auf einem kleinen Raum ausprobieren. Und egal, wie du das dann anstellst, mehr oder weniger egal, die Sachen spielen dann trotzdem zusammen, weil sie eben aus einem, erstens aus der gleichen Handschrift entstanden sind und zweitens auch die gleiche Stadt beschreiben. Auf jeden Fall hast du so ganz, ganz viele Möglichkeiten, dich auszuprobieren, ohne irgendwelche, ich sag mal jetzt Fehler nicht, aber Missgeschicke fallen dann vielleicht weniger auf, weil das Ganze als Gesamtkonstrukt, als Gesamtgestaltungsdoppelseite viel stärker wirkt, als das einzelne Bild wirken könnte. Und so hast du auch verschiedene Geschichten auf einer Doppelseite und ähnlich wie Postkarten, wo dann verschiedene Bilder auf einer Postkarte drauf sind und man bekommt dann auch da einen Eindruck von diesem Tag oder von diesem Ausflug und so kannst du effektiv auch sehr gut Sachen ausprobieren, wenn du denkst, ich probiere jetzt mal diesen Stift mit dieser Technik, wie sieht das aus? Dann musst du nicht eine ganze Seite für das verschwenden, sonst du kannst dann effektiv auf einzelne Elemente das Ganze anwenden und ausprobieren und dich so Stück für Stück und Ausschnitt für Ausschnitt weiterentwickeln. Und das sieht relativ aus wie ein Comic, muss jetzt nicht Panel, Bild für Bild gelesen werden, sondern es ist wirklich eine
eine Gesamtansicht, aber hier solltest du auch bewusst die Ränder ziehen, damit man je nachdem, je nach Motiv, auch den Ausschnitt effektiv als Ausschnitt wahrnehmen kann. Aber diese Variante finde ich ziemlich stark, ja, auch wenn du kleinere Formate hast, und die birgt effektiv ganz viel Potenzial, also die mag ich ganz, ganz gerne. Okay, stellen wir uns die Landschaft als zum Beispiel einen Ausflug zu einer Weindegustation vor. Und auch das vielleicht als Reminder, wenn du so eine Seite anfängst, dann musst du sie, also solltest du am Anfang dir schon mal Gedanken machen, wie baue ich sie auf? Klar, was willst du zeigen, den Ausschnitt wählen und wie kann ich das Ganze auf der Seite spannend gestalten und platzieren und was kann ich weglassen, wo kann ich vielleicht ein Detail zeigen und so weiter, vielleicht passt eine Schrift rein, vielleicht passen ein paar Worte rein und so weiter. Nicht allzu viel Gedanken, es soll ja auch spontan bleiben, aber dass du im Voraus dir ein paar Gedanken dazu machst und dann langsam anfängst, dann kann man dann immer noch ein bisschen da und dort anpassen, aber eine Gestaltung braucht eine gewisse Vorlaufzeit und das gibt dir auch die Sicherheit, dass die Doppelseite dann auch eher gelingt und dass du dann auch Freude an der Doppelseite hast. Also ich werde hier einen Strich ziehen, auf dem sich die Landschaft dann aufbauen kann. Hier werde ich den Text vielleicht noch hinmachen, also hinschreiben. Ja, und so könnte das zum Beispiel aussehen. Hier haben wir das Häuschen, den Vorplatz, sage ich mal, mit einem kleinen Brunnen. Die Leute, die hier degustieren unter einem Baldachin. Im Schatten, da hinten läuft die Landschaft aus. Hier kann ich noch vielleicht beschreiben, wer das ist, wann das gewesen ist, vielleicht Datum. Da sind wir ja dann frei. Und hier ein schönes Detail der Trauben, vielleicht die auf dem Tisch liegen. Und auch hier haben wir ein schönes Zusammenspiel. Wenn du jetzt einen Rahmen machst, dann ist das auch nicht in Stein gemeißelt. Also du kannst auch ruhig aus dem Rahmen ein bisschen herausbrechen. Und das gibt dem Ganzen auch noch eine Dreidimensionalität. Wenn ich jetzt zum Beispiel das machen würde, hier so, und dann fliegen die Trauben richtig aus dem Bild heraus, aber der Rahmen hält sie immer noch ein bisschen zusammen, gibt dem Ganzen noch einen gewissen Halt und so bekommt das noch eine dreidimensionale Wirkung durch das. Und auch da kann man ein bisschen ausbrechen, also da muss man nicht, bis zum Rand kann man da zeichnen natürlich. Und da vielleicht noch etwas so auslaufen lassen, hier auch vielleicht organisch da einen Rahmen setzen. Wie gesagt, das ist jetzt eine Idee, wie du das gestalten kannst. Und ein bisschen Weißraum, also wenn du Platz hast, ein bisschen Weißraum tut immer gut, schadet nie. Der Weißraum muss nicht immer weiß bleiben. Da kann auch eine Farbe sein oder eine Struktur oder ein Muster. Auf jeden Fall, es ist ein Raum, der in sich relativ ruhig ist und harmonisch ist. Darum Weißraum. Weißraum ist in der Grafik natürlich am einfachsten. Und aber wie gesagt, es kann auch eine Farbe sein oder eine Struktur. Aber so können wir auch dieses Kinoformat gut füllen. Und natürlich ist es optimal, wenn die Objekte, also wenn die Motive auch zu der Größe des Skizzenbuchs passen. Weil hier etwas Vertikales machen macht wie keinen Sinn. Dann müsstest du das Büchlein dann drehen. Dann hättest du effektiv diese Ansicht, ging natürlich auch. Hier hatte ich keinen Platz jetzt für das, aber so könntest du das ausspielen. Ich mache es immer jetzt in Zukunft auch so, dass ich ein Skizzenbuch habe, das horizontal funktioniert und ich habe auch ein Skizzenbuch, das vertikal funktioniert, aber auch die gleiche Form hat natürlich. Aber so kann ich dann zwischen den beiden switchen, wenn ich zum Beispiel Architektur zeichne, die relativ in die Höhe geht oder die sich einfach die einfach prädestiniert ist, um eine Hochkantzeichnung wiederzugeben, dann mache ich das auf dem, Gestürzen, also auf dem Hochkantbüchlein. Ansonsten nehme ich die Landschaftsdarstellung und arbeite in die Breite. Aber weil das macht auch eine Wirkung aus und man sollte effektiv auch mit der Größe spielen und diese so gut wie möglich dann ausspielen oder ausnutzen. Gemäß dem, also Motiv und Format dann zusammenbringen. Das ist dann im optimalen Fall ist das dann am harmonischsten oder am besten. Gut, jetzt haben wir noch die Architektur. Und hier können wir sagen, ich mache eine Mischung aus dem Ganzen hier.
Ich kann effektiv Panel für Panel was zeichnen oder einfach effektiv auch mit dem Passepartout arbeiten. Also Passepartout heißt ja, dass ich einen kleinen Rahmen lasse, das ist der Passepartout. Und dann sage ich, diese Seite mache ich ja vollflächig was. Und hier zeige ich dann effektiv ja, zwei kleine Details, je nachdem, was das Motiv hergibt natürlich. Ja, hier habe ich ein ganzflächiges Bild reingemalt, weil Architektur ist auch für mich ein bisschen so ein Spiel mit Abstraktion, mit speziellen Ausschnitten, wo ich dann zum Teil auch Sachen zeichnen kann oder Elemente herausarbeiten kann, die, wenn man einen Ausschnitt nimmt, sehr abstrahiert wirken und man auf den ersten Blick nicht erkennen kann, was es überhaupt ist. Ist es jetzt eine Wandstruktur oder ist es ein Ausschnitt von mehreren Balkonen hintereinander? Und das ist eine spezielle Ecke, die weiß man nicht, ist jetzt ein Hinterhof, ein verlassener Kiosk, was auch immer. Also da kann man auf Architektur, ja, wenn man das so architektonisch dann auch wahrnimmt, kann man dann effektiv sehr grafisch auch diese Bilder darstellen und zeichnen. Und darum habe ich sie auch so ein bisschen gegenübergestellt. Es ist, alle drei sind ein bisschen Struktur, ein bisschen Musterung, auch eine Wiederholung, eine ständige Wiederholung, sehr oft in der Architektur. Und gerade Linien, horizontal, vertikal. Und da mag ich dann zum Beispiel so Sachen wie jetzt hier zum Beispiel das Gras oder hier, wie der Putz da herabfällt. Oder hier die Gräser vielleicht auf den Balkon, was auch immer das ist, ein bisschen die Ruhe stören und das Organische reinbringen, weil dann nur Beton und nur Glas wäre zu langweilig. Je nachdem, wie das Licht dann natürlich ist, dann vielleicht nicht mehr. Aber ja, so kannst du auch ganz abstrakte Formen in eine grafische Struktur reinbringen und das unterstützt das Ganze nochmals ein bisschen. Also wenn du einfach so ein Bild vielleicht auf die Seite platzieren würdest, zeichnen würdest, hätte es vielleicht nicht mehr die gleiche Wirkung, wie es jetzt hier hat, in einem Rahmen, in Zusammenspiel mit diesen Elementen hier links und rechts. Und wie gesagt, so ein Skizzenbuch, das muss nicht Seite für Seite durchgestaltet werden. Ich mache das ja auch natürlich nicht immer, aber wenn ich mir eine Seite vornehme, so jetzt möchte ich mal das ein bisschen anders arrangieren, weil es langweilt mich, immer gleich frei zu zeichnen. So kann ich dann effektiv, ja, die Gestaltungsprinzipien ein bisschen so zur Hand nehmen und mir, sei es nur mit ganz banalen Rändern oder einfach einzelnen Panels, wie ein Fotobuch diese Seite aufbauen und mir auch ein bisschen Abwechslung in die Gestaltung von Skizzenbüchern bringen oder von der Doppelseite, die ich jetzt gerade zeichne. Das ist dann auch für dich selber spannend zum Schauen, später dann, wie das überhaupt wirkt. Und natürlich auch für die anderen Menschen, die das anschauen, ist es für sie auch, ja, wie eine neue Erfahrung. Und man findet diese Sachen nicht immer bei Skizzenbüchern, beziehungsweise sie werden zwar schon gezeichnet, die Bilder sind schon arrangiert, aber es ist noch nicht, die Seite ist noch nicht so wie gestaltet, bewusst gestaltet und ausgestaltet wie jetzt mit diesen, ja, sage ich mal, Vorgaben. Ja, ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Wenn du mehr wissen möchtest zur Bildgestaltung bzw. zum Bildaufbau, also zum Bildraster an sich, Drittelregel, goldener Schnitt etc., habe ich hier dieses Video für dich. Da erfährst du mehr darüber. Ansonsten danke ich dir fürs Zuschauen, wünsche dir ganz viel Spaß beim, ja, Skizzieren. Mach's gut, auf bald!